Hallo Freunde, wir sind hier irgendwo im Nirgendwo. Ja, ich habe hier mein Dirtbike dabei. Zeige ich euch mal ein kleines Tutorial zum Pull-Up-Barspin. So, als erstes müsst ihr schauen, dass euer Sattel hoch genug ist, damit ihr ihn gut zwischen den Beinen klemmen könnt, dass euer Lenker gerade ist, damit ihr nicht zu kurz oder zu weit dreht und dass eure Bremsleitung genügend Spiel hat zum Drehen. Erstes testen wir, wie hoch wir den Lenker anreißen können, damit wir genug Zeit zum Drehen haben. So, wenn ihr das geschafft habt, könnt ihr mal gucken, ob ihr den Barspin eher linksrum oder rechtsrum drehen wollt. Das ist ganz euch überlassen. Als nächstes dreht ihr den Barspin einfach mal an und schaut, ob ihr ihn schafft. So, und wenn ihr ihn dann clean könnt und ordentlich geübt habt, dann könnt ihr vielleicht, wenn ihr wollt, sogar im selben Zuge auch noch den Oppo-Barspin üben. Das ist einfach der Barspin quasi in die entgegengesetzte Richtung. Sieht mega geil aus im Skate oder im Dirtpark. Deswegen würde ich sagen, lasst ein Like und ein Abo da. Hoffe, euch hat das Video gefallen und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder.